Machen wir weiter, ne? Moin Moin, Leute auf YouTube. Weiter geht's. Subsistence mit Alex, Gerd und Sasa. Guten Tag. Moin. 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 Ja, läuft bei uns mittlerweile. Wir verpflegen uns einigermaßen gut, würde ich behaupten. Der nächste Winter kommt bestimmt. Und wir spielen natürlich auch auf einer ein bisschen leichteren Jägerstufe, damit die uns nicht ständig die Base auseinandernehmen. Spielen wir jetzt nur noch auf, wegen die überfallen und schon. Wir haben es ja auch gesehen in der letzten Folge, wenn man sie andockt, dann sagen sie auch nicht nein und kommen ganz gerne mal vorbei. Aber zum Glück waren sie alle leicht bekleidet und konnten den auch schnell erledigt werden, aber trotzdem. War ja nicht mit Absicht. Nicht so Spaß. Alex hat sie zum Kaffee eingeladen. Sag ja, war aber nicht mit Absicht. Ja, wir haben Freilandhaltung jetzt neu bei den Hühnchen. Wir haben Bohrer, also ein neues Gemüsebeet. Was angeht, kommen wir echt ein bisschen voran jetzt. Obwohl es natürlich immer noch keine High-End, richtig schönes, schickes Haus ist, wo jetzt irgendwie jeder einen kleinen Raum hat oder wir einen extra Raum haben, wo die Leute dann rausspawnen, damit die nicht immer im Flur rumliegen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie man die da los wird. Wenn irgendjemand jetzt zum Beispiel gar nicht wiederkommt und gar nicht mehr mitspielt, weil er keinen Bock mehr hat oder was auch immer, und dann liegen sie dafür immer, oder? Vielleicht kann man sie, in anderen Spielen kann man sich töten, die Leute, die halt da so drumherum liegen. Weiß ich nicht, ob man da vielleicht in einer Safe Game manipulieren muss. Wenn es jemand weiß im Chat, schreibt gerne rein. Darf jeder, der jetzt heute nicht dabei ist, auch gerne wieder mitspielen. Aber ist immer blöd, wenn die da so rumliegen. Dafür brauchen wir irgendwann extra Raum. Oder die müssen, weiß ich nicht, in den Flur gehen. Ja, vor allem, weil sie mitunter auch blöde liegen, direkt vor der Tür und so. Nicht schön aus, ne? Ihr habt gesehen, von schön aussehen, sie stören halt wirklich. Ja, mal eine kleine Runde um den See in der heutigen Folge. Mal gucken, wie weit wir kommen. Kisten hier vorne sammeln. Ein paar Madenbäume abklappern. Was war das? Oh nein. Angriff. Angriff. Bei uns Base schon wieder? Weiß nicht so gut. Also, ich weiß auf alle Fälle irgendwo schießen. Geschossen und eine Granate geworfen. Bei uns? Oder gegeneinander gegen Tiere oder irgendwas? In der Nähe, ich glaube dann an eine Tiere. Scheit. Ruhig mit den Tieren auseinandersetzen, ne? Das wäre ja auch immer. Ich glaube, hier vorne liegt eine dicke Waffenkiste. Gehen wir eben den Schlüssel hin. Ich glaube nicht, ne, wir haben nicht genug Rohstoffe, Mist. Ist echt nicht weit weg und hier liegt eine dicke Waffenkiste. Vorhin stand es noch im Chat, ne? Noch gar nicht so lange her, da hat Rufer das geschrieben. Ich sehe es sogar noch, weil relativ überschaubar viel Aktivität im Chat am Start ist. Aber leider kein Schlüssel. Gerd, wenn du da lang läufst, musst aufpassen. Da bin ich vorhin auch lang gelaufen und dann waren sie auf einmal da. Ja, die sitzen da in der Nähe. Weit in die Ecke. Nicht irre, ja, mit den Waffen. Wie meinst du?
Na, das mit dem Aufwerten von den. Ja. Oh, Hammer viel Rohstoff. Unglaublich viel Rohstoff. Kann zwar auch schön verbessern, aber. Naja, drei Waffenteile, drei Elektroteile. Das geht, das ist. Und drei Taue oder was das sind, die großen. Ja, die Seile, das ist das Problem, weil du für jeden immer mindestens einen Puma töten musst für ein Seil. Du kannst fast rechnen, ein Puma pro Aufwertungsstufe. Also mindestens, teilweise sogar zwei, weil du, ja, vielleicht kriegst du mal sechs Seen oder so, dann kannst du, glaube ich, zwei Seile machen. Aber. Andere Waffenteile haben wir ein bisschen, das, obwohl das auch nicht so leicht ist, ranzukommen. Das kriegst du eigentlich nur durch die Jäger eben, ne? Wenn du die Jäger erledigst. Oder hier halt diese riesigen Waffenkisten kriegst, aber dafür brauchen wir 18, glaube ich, Eisenerz. Wo ist denn der Schlüssel, den man dafür machen muss? Auch bei dem. Den kannst du bei der. Die Wand. Das hier ist halt, ne, das ist auch keine. Das ist eine normale Kiste. Achso, der Dietrich. Ja. Ja. Oh, das ist aber schon verdammt viel hier, diese Eisenspäne oder was ist das? Mhm. Eisenfragmente, 18 Stück. Boah. Ja. Doch, ist tatsächlich eine große Kiste hier vorne. Du bist eine normale Kiste. Ach ja. Was haben wir? Oh, im 7-2 Rehe. Ich laufe mal wieder zurück zur Base, hier ist für mich jetzt auch nichts mehr zu holen. Oh, das habe ich ein bisschen zu doll getroffen. Ich wollte es doch nur anschießen, das arme Hühnchen. Ja, immerhin ein bisschen was haben wir gesammelt. Jetzt noch, komme ich da noch ran irgendwie. Ja, also das eine fehlt, jetzt fehlen uns ein bisschen die Erze. Achtung, Wolf, gell? Oh oh. Ich sag ja Achtung. Hm. Aber kann man, wenn man jetzt Freilandhaltung hat, trotzdem noch ein zweites hier wieder rein tun, oder geht das nicht? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Ich weiß es, einer. Das ist dann ein eingesperrtes und ein Freiland. Keine Ahnung. Gehen wir mal an sein hier.
Platz. Dann hätten wir nämlich gleich die Aufwertung für Tod auffangen. Jetzt können wir mal das Premium-Hühnchen. Eine Tomate muss ich essen. Ja, wie wäre das denn, wenn wir dem, ja, ich meine heute jetzt ja nicht mehr, aber das gleich für das nächste Mal, ich auch noch überlegt, ob ich den LS nochmal zusätzlich spiele, weil ich gehe davon aus, dass ich nächste Woche L22 starte, Ende der Woche, weiß nicht, Mitte, Ende der Woche. Ich weiß es noch nicht. Dass wir aber hier, ich sage mal, essenstechnisch hier diesen Herd mal irgendwann hinkriegen. Aber dann brauchen wir halt auch noch einen Topf oder eine Pfanne. Ja, und ich dachte, ich schieße ihm ab. Nicht unser gutes Hühnchen hier. Nein, deswegen. So, so. Fisch, eine Reihe mit Fleisch und eine Reihe mit Obst und Gemüse. Also unser Strom, 700 Strom plus, 95 Masse plus. Also ein Ofen verbraucht genau alleine 6 Eisenbarren. Lol. Also 60 Eisenfragmente. Nur. Boah. So, zum ersten Mal des Abends. Ein volles Magazin in meinem Gewehr. Immerhin. Noch relativ viel Dünger oder brauchst du es andersweitig für Schießpulver, Salazar, in dem Schmelzer hier? Das Kalium wollte ich jetzt eher für das Schießpulver übrig lassen. Ja. Es sei denn, du wolltest nichts kräften auf die Richtung. Nö, ich weiß nicht, was wir da sind, wie viel man da rauskriegt und so. Ich habe keine Ahnung, weiß noch nicht. Wie man da so bekommt. Schrotmunition oder was habt ihr denn überhaupt? Oder Gewehre oder was auch immer? Also ich habe 2 Schrotkugeln. Pardon. Ich habe gar nichts. Ja, Alex lebt friedlich. Wir können hier nicht den Berg rauf, oder? Was möchtest du? Den Berg hoch. Da können wir nicht hochkommen. Stein hier vorne. Ja. Ja, da können wir ja mit Plattformen und sowas, dann kommen wir hoch. Da müssen wir eine Plattform hin platzieren, genau. Das
heißt, du baust vom ersten Stock von uns eine Brücke rüber. Oder wir müssen auf dem zweiten Stock die Brücke rüberbauen. So, Wasser bei den Hühnchen habe ich gerade mal aufgefüllt. Mal ein bisschen Zeugs aus meinem Inventar loswerden, was ich meine, was ich aktuell gerade nicht brauche. Maden. Soll ich in den Kühlschrank tun oder wo soll die hin? Nein, in der Kiste, wo das Tonikum und so drin ist. Jo. Ja. Drei Stück reingelegt. Juhu. Mehr Stöcke herstellen und zum Reparieren der Kleintierfallen. Also sind damit mal 4 Magen da. So ein Kampfhelm hätte ja auch was, ne? Plus 5 Schutz. Kampfweste. Wir brauchen Kampfuniform. So. Stromhaushalt ist noch in Ordnung. Also essentechnisch geht es gerade gut. Ist ein bisschen was auf Vorrat im Kühlschrank. Deshalb will ich so viel wie möglich angeln, dass wir dann über den Winter kommen. Und hier der erste Kot vom Hühnchen ist jetzt auch gesammelt. Ich schmeiße mal gleich oben rein als Dünger. Oh, hier ist auch alles erntereif. Oh. Ja, ich gehe gleich hoch. Ne, bin schon. Ich mache auch mal einen auf Erde. Meist Dünger mal wieder unter die Wachstumsdinger oder was, weil die am schnellsten sind. Immer gerne halbieren und davon immer gleich wieder Samen ziehen, ne? Ja. Na, bringt das auch nicht so viel Dünger, aber immerhin besser als nichts. Seil, zwei davon, ja. Chicken lieber reinholen bei Nacht, oder? Klebstoff, das ist auch schon nicht so einfach. Mal mit Geweih von den Rehen oder so, ne? Oder vom Elch. Ja. Und alleine 3 brauchen wir für 51 Asche. Oh Gott. Wie soll das bloß funktionieren alles?
Wenn man sowas Sinnloses wie einen Sessel craften oder ein Sofa. So absolut nutzlos, zwar schick vielleicht nachher, dekomäßig, aber Nutzen ist, glaube ich, überschaubar. Ziemlich dunkel, ne? Ich brauche nichts zu essen. Der Kühlschrank ist gut gefüllt. Schön, schön. Wie sieht es bei euch aus? Gemüse, Eiweiß ist gut. Gemüse, naja. Was haben wir denn da so für Baupläne? 5 Kalium für einmal Cheesepulver und 40 Asche. Patronenhülsen brauchen wir. Zinkfragmente 5 und Kupferfragmente 5 und Metallschrott. Diese Waffen durch, diese tollen, die hören sich immer so schön an, ne? Diese doppelläufige Schrotflinte, Unterhebegewehr oder der Reflexbogen, aber das alles schon wieder brauchen an Rohstoffen. Natürlich sprechen wir mindestens 5 Bohrmaschinen und ohne Ende Stromerzeugung, damit das Ganze sich auch eben mit Wind und Solarenergie trägt. Sonst wären wir dann nicht her in der Lage hier. Irgendwann zu sagen, oh, das ist ja schön, ne? Wir haben hier dicke Gewehre, viel Munition und eine funktionierende Versorgung. Die Versorgung, da sind wir ganz gut langsam dabei. Aber ich fühle mich jetzt noch nicht, weiß nicht, ob es euch anders geht, aber so equipped, dass man sagt, wir machen mal einen Überfall, ne, auf eine Base. Oder habt ihr alle volle Schrotflinten? Ich habe jetzt eine Schrotflinte mit 4 Patronen. Ist noch nicht die Welt. Gerd? Ich habe kein Material für die Dinge. 2 Schrotflinte, 4 Pistolen. Nur 4 Pistolenschuss? Mhm. Ja. Mir fehlen 4-mal Tauwerk, um eine Pistole zu machen. Ja, zum Angeln braucht man das nicht, ne? Höchstens für Selbstverteidigung, wenn mal einer um die Ecke kommt hier. Mhm. Wir werden das Projekt noch nicht einstellen, ne? Wir werden wahrscheinlich nicht ganz so häufig spielen, deswegen sind wir jetzt ja wirklich ziemlich weit im Voraus, ne? Die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, dürfte der 27.11. sein. Ungefähr 3 Wochen hin, glaube ich. Ja, so ungefähr.
Und wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. Eine, glaube ich, machen wir dann noch und dann, glaube ich, machen wir Feierabend. Und also kann sein, dass wir es ein bisschen seltener spielen. Ich weiß noch nicht genau. Ja, auch die anderen Minecraft werde ich wahrscheinlich auch wenig und ja, Football ein bisschen. Und ich denke schon, dass man alles nochmal spielt, aber dann reihum. Subsistenz. Das macht schon Spaß. Ich hätte auch echt Bock, hier sowas Schickes zu bauen irgendwie, aber rohstofftechnisch und versorgungstechnisch bei uns aktuell nicht ansatzweise daran zu denken, dass wir so ein richtig schönes Haus uns bauen. Was auch schick ist und ja, groß und. Die Nägel, irgendwie ja. Ist das so eine Mangelware. Ja, Nägel, Holz kriegt man ja noch einigermaßen aus der Gegend. Nachher natürlich auch wieder mit Scheiben. Wenn man auch so einen schönen, ich sag mal, so eine Art Wintergarten mit anbauen möchte, wo nachher auch die ganzen Gewächshausdinger drin sind und so weiter und so fort. Das kann man ja theoretisch. Das ist ja dann auch alles schick. Aber man braucht Ressourcen. Also das als Singleplayer, alle Achtung. Also da kannst du eigentlich nur auf leicht spielen. Damit du die ganze Zeit nur rumlaufen kannst und überall Sachen einsammeln kannst. Ansonsten wirst du ja da auch nichts. Mhm. Alex. Ja, also eine Folge ja. Noch. Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. War's, Gerd? Guck mal.